Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS19. Ja, meine Lieben, es hat sich wieder viel getan. Also wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, eier ich zwischendurch immer mal ein bisschen auf der Map rum und gucke mal, was man tun und machen kann oder was man am besten lassen sollte. Also ist Folgendes. Ich habe, zum einen habe ich die ganzen überschüssigen Gebäude verkauft. Das war alles nur Deko, so ein Krempel können wir gar nicht benutzen. Und man kann das ja im Umkehrschluss irgendwann wieder zurückkaufen. Ne? Kann man sich irgendwo wieder hinstellen, weil es dann tatsächlich auch schön aussieht. Aber im Moment brauchen wir sie nicht. Aber wir können die Kohle dazu gebrauchen. Deswegen habe ich sie verkauft. Und wir haben mittlerweile 159.823 Euros auf der Kippe. So, dann habe ich ein bisschen experimentiert. Weil ihr wisst ja, ich habe ja hier oben... da hinten das Gelände versaut, sage ich jetzt mal. Ne, hier, das hier. Wobei ich hier das hier tatsächlich auch zusehen werde, dass ich das wieder einigermaßen gerade bekomme. Ne, wie ich das mache, weiß ich noch nicht, kann ich euch nicht sagen. Ja, des Weiteren bin ich ständig dabei, hier Helferlines einzustellen, die halt eben, ich muss mal gucken, den kann ich auch gerade mal leer machen. Die mir halt eben hier bei der Feldarbeit helfen, sage ich jetzt mal. Was auch super gut funktioniert, ne? Weil, ne, wenn man zu viele Felder hat, dann muss man halt eben sich Hilfe suchen. Und da es ja hier auch gegeben ist, dass man Hilfe bekommen kann, ja, da nehme ich sie in Anspruch. Hätte ich viel früher machen sollen, aber nun gut. Oh, 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 oh. Oh, junger, junger, gelber Grashüpfer. Komm mal wieder da runter. Dankeschön. So, erstmal leer machen und dann sehen wir weiter. Den werde ich dann jetzt gleich da oben auf das Feld drauf tackern. Dann kann dann der Helferlein das wieder abernten. Zu den Heuballen, die da liegen, komme ich gleich. Ja, also es ist nämlich hier, also nichts passiert oder irgend sowas. Aber hier werfen sich Fragen auf, wo ich keine Antworten drauf habe. Auch schon gegoogelt habe, wie verrückt so gut. Aber irgendwie keine Antworten bekomme. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann es sein, dass es für diese Ballen da keine Transportmöglichkeiten gibt. Muss ich nicht verstehen. Ist auch völlig Bums. Aber das behandeln wir gleich, dieses Thema. Jetzt kommt erstmal hier das Ding wieder auf den Acker. Dann kann der das da... ernten. So. Stopp. Helferlein ruf. Und jetzt will ich mal gucken hier. Mach mal deine Arbeit. Gut, ich wollt nur gucken hier, ne? Das ist abgeerntet, dann heißt das für uns. Wo sind denn die ganzen Träger hin? Ach so, ja genau. Gut, dann machen wir das erst. Die Ballen, die bei uns auf dem Hof liegen, ja, die hatte ich ja in kunstvoller Kleinarbeit mit dem Stapler übereinander getaggert, damit sie uns in den Weg stehen und aus dem Regen rauskommen vor allen Dingen. Dann habe ich mir gedacht, wir brauchen die erstmal nicht. Ich will die nicht und ich muss sehen, dass ich die verkaufe. Dann habe ich mir gedacht, ja, die liebe Himmel, dann muss man irgendwie ein Transportmittel finden, welches wir benutzen können, um das auf die zu der BGA, heißt das. Ja, glaube ich. Heißt das BGA? Lass mich nicht lügen. Nee. Noch eins. Nee, wo ist denn? Leute, ich weiß es gerade. Da, hier, PGR, genau. Da müssen die Ballen hin, damit wir die verkaufen können. Da habe ich mir gedacht, wir haben sowas nicht zum Transportieren. Kaufen will ich nicht. Das Ding, was da steht, hier, das kostet 70.000 Euro für... Brauchen wir nicht. So, habe ich mir das gemietet für 3.500 Euro. Habe es mit nach Hause geschleppt. Da wird mir gesagt, nö, die Ballen werden nicht unterstützt. Na, schönen Dank. Oh, da kommen nur viereckige, rechteckige Ballen rein, ja. Haben wir ja nicht. Hätte ich gerne. Ne? Hätte ich gerne. Und da finde ich auch keine Möglichkeit, welche zu machen. Weil ich irgendwie... Ich glaube, ich bin einfach nur zu blöd zum Lesen, ehrlich.
Naja, auf jeden Fall 3.500 Euro in den Sand gesetzt. Ich habe die Karre jetzt wieder hier hingestellt. Und fertig, Marianne. So, dann werde ich den Träger jetzt nehmen und dann werde ich nach Hause fahren. Und dann werde ich... Moment, bevor wir das machen. Hier ist er doch. Genau, das ist fertig gegrubbert. Dann werde ich den jetzt mal hier rüberfahren. Aber dann brauchen wir den Träger, weil wir ja das andere Feld einsehen müssen. So, der macht seine Arbeit da drüben. Oh, ich finde das so herrlich, ne? Gut, ist nichts passiert. So, Trufufsfeld. Helferlein rein. So, und jetzt in den anderen Träger wieder. Nein, in den anderen Träger. Hallo, hier. So. Ey, los, fahr. So, dann fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Ich habe zwischenzeitlich auch herausgefunden. Beziehungsweise, was heißt herausgefunden? Unten links, unten rechts in der Ecke seht ihr ja diese Anzeige, ne? Mit der Geschwindigkeit und Tankanzeige. Und links von der Tankanzeige ist ja so ein Schraubenschlüssel. Habe ich mir die ganze Zeit gedacht, tanken? Okay. Reparieren? Mhm. Ja. Habe ich rausgekriegt, wie das geht. Geht ganz einfach. Muss man auch tatsächlich machen. Denn ich habe mich belesen und mir Infos eingeholt, dass wenn man seine Gegenstände nicht in Ordnung hält, ja, also sprich Arbeitsgeräte wie Grubber, Sämaschine, Trecker, tralala, was man halt eben so hat, die mindern die Erträge. Na, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich erstmal den ganzen Klamm-Bampel, den wir da auf dem Hof haben, von Trecker über Maschinen, den Mähdrescher, alles, was wir hatten, habe ich alles zum Reparieren gebracht, weil alles ziemlich kaputt war. Alles zum Reparieren gebracht, alles aufgetankt, was aufgetankt werden musste. Und dann habe ich einen Kärcher gekauft. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Und habe meine Autos auch gewaschen, also die Trecker gewaschen und alles gewaschen, was man waschen konnte. Jetzt ist alles wieder schön sauber, alles wieder ganz. Aber ihr seht an der Reparaturanzeige, dass natürlich auch schon wieder Verschleiß da ist. Und es bald wieder zum Reparieren geht. Weil so lange wollen wir da nicht warten, weil das wird, je länger man wartet, umso kaputter sowas ist, desto teurer wird das. Ja, also von daher, selbst die Gewichte muss man hier reparieren. So, und dann will ich mal das Ding anhängen. Jetzt jedes Mal, ne? Jedes Mal drücke ich hier die verkehrte Taste. So, bitteschön. So, das ist am Abernten. Das ist auch erst abgeerntet. Ich muss echt gucken. Ist das da drüben gegrubbert? Wenn das gegrubbert ist, dann kommt hier die Sämaschine drauf. Dann ist das so. Das ist immer noch das Saatgut, was wir gekauft haben, ne, wo ich mit dem Gabelstapler hingefahren bin. Ja, das ist gegrubbert, das Feld. Das kann eingesät werden. Wir haben bis jetzt noch nicht so viel Saatgut verbraucht, obwohl ich eigentlich schon ganz schön viel eingelagert habe. So. Helferlein drauf. Sojabohnen. Aber wo Sojabohnen, ne? Wir hatten doch da drüben das Feld mit den Sojabohnen, ne? Wo ich noch gesagt habe, hier von wegen Mähdrescher, wir bräuchten da einen anderen Aufsatz für. Die Sojabohnen waren überhaupt noch nicht reif, deswegen konnten wir sie auch gar nicht ernten. Und die lassen sich wunderbar mit dem Mähdrescher ernten. Also da brauchen wir in der Richtung überhaupt gar nichts Neues zu kaufen. So, jetzt. Der ist da beschäftigt. Mehr können wir gar nicht machen, weil wir gar nicht mehr Geräte haben. So, und wegen diesen Ballen hier, ne, seht ihr, ich habe die alle schön in eine lange Reihe gelegt, weil mit dieser Maschine, wo ich dachte, die ich gemietet habe, könnte, kann man die ja dann so im Nachhinein so, wenn man die schön in eine Reihe legt, schön alles aufsammeln, dann brauchen wir nicht um die Kurve rumzufahren und so. Ja, das hat sich erstmal erledigt. Jetzt liegen diese Scheißteile hier und ich weiß nicht, wohin mit dem Rotz. So, hier fehlt die Halle, habt ihr gesehen, die habe ich auch verkauft. Ne, die habe ich weggemacht und habe uns dafür eine Mordshalle hingestellt. Aber ich denke mal, da kriegen wir alles unter, was wir so haben. Ob es jetzt nur Sinn macht, weiß ich nicht. Aber guck mal hier, was das hier für ein Geschoss ist. Das Ding hat 30.000 gekostet. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viel Kohle wir hatten. Wir hatten fast, 180.000 hatten wir.
180. Ich habe zwischenzeitlich auch schon wieder Ernte weggebracht und solche Sachen. So, hier können unsere ganzen Gerätschaften rein. Und dann ist das erstmal gut. Dann habe ich hier ein bisschen Landschaftsbau gemacht. Hier habe ich Wiese hingemacht. Das ist eigentlich nur eine Textur, ne? Auf das, was vorher gewesen ist. Hier wächst aber Gras. Jetzt frage ich mich, kann man das Gras ernten? Ne? Kann man das abmähen, ne? Mit einem Kreiselmäher oder so? Das weiß ich nicht. Da habe ich hier auch gemacht. Hier, überall, hier. Das sieht schön aus, das sieht gepflegt aus. Nur hier dieser Boden, den habe ich auch so gemacht. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir die Farbe nicht. Und das möchte ich so nicht haben. Das wird noch geändert. Das mache ich so nicht. Hat natürlich alles Kohle gekostet, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Hier kriegt man echt nichts umsonst. Dieser Schandfleck hier oben. Leute, wie kann man denn, wenn man so ein Spiel macht, so einen Rotz auf den Hof drauf rammeln? Für was? Das frage ich mich. Hier standen zwei Bäume drin, die habe ich gefällt. Müsste hier irgendwo noch die Stümpfe stehen. Hier steht noch ein Stumpf. Und hier steht ein Stumpf. So. Weil ich habe mir ein Video angeguckt, wo ein YouTuber sich dann so beholfen hat, dass er auf dieses Gelände ein Haus draufgestellt hat. Na? Also das ging. Die Betonung liegt auf es ging. Da habe ich mir so gedacht, ja gut, okay, kommt. Wenn man da irgendwie ein Haus draufstellen kann, dann machen wir das so. Aber dazu mussten die Bäume weg, weil die im Weg waren. So, dann habe ich das ausprobiert, die Bäume weggemacht. Ich krieg das Haus nicht hier drauf. Kannst du vergessen. Das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ob der da nur Glück hatte oder es war auf jeden Fall LS19. Ne? Und weiß nicht, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall nicht. Echt, das ist zum Kotzen, ist das hier. Wie kann man sowas in die Landwirtschaft rammeln? Ne? Also, weiß ich nicht. Nee. Also da könnte ich mich tierisch aufregen über so einen Rotz hier. Ehrlich. Hier könnte man ein ganzes Feld hinstellen. Es gibt aber auch keine Gerätschaften, die das alles einreißen können. Ne? Ich habe versucht. Hier, diese Eisenstangen hier, ne? Habe ich, weil die liegen auf einer Palette, habe ich versucht, mit meinem Gabelstapler hochzuheben. Der ist fast umgekippt, der Gabelstapler. Vielleicht ist er zu klein. Das weiß ich nicht. Vielleicht lassen sich die Dinge aber auch gar nicht bewegen. Ne? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht bräuchte man da einen riesen Radlader, um das vielleicht eventuell zu entsorgen, sage ich mal. So. Ja, und mehr gibt es jetzt hier eigentlich an Neuerungen gar nicht zu berichten. Also die Feldarbeit läuft. Ne? Ihr seht es ja. Hier wird fleißig gearbeitet. Ich habe in der Richtung fast gar nichts mehr zu tun. Ich könnte eventuell jetzt... habe ich euch den Kercher gezeigt? Bin ich doof? Hier steht der Kercher. Hier steht der Kercher. Ne? Und den kann ich, den benutze ich dann halt eben. Wartet mal, ich will mal hier. Nee, F1, was mache ich denn? F1, damit ich das wieder kriege. Ach so, R, einfach nur R hier, ne? So. Und, ja. Ne? Und da kann man dann die Gerätschaften säubern. Ich könnte, wartet mal, nee, hier will ich nicht hin, hier will ich hin. Was gibt's denn? Was haben wir denn hier? Das ist Weizen. Gerste? Genau, Gerste ist das. Hafer bringt 1120. Im Getreidespeicherzentrum. Sonnenblumen haben wir keine. Haben wir denn noch Gerste? Ich weiß es nicht. Haben wir Gerste? Ich kann es euch nicht sagen. Was? Moment. Ja, dann muss ich das erst leer machen hier, wenn der hier fertig ist. Dann kann ich nämlich auf das Feld da, der ist nämlich jetzt auch gleich fertig, aber selbst wenn er nicht fertig wäre, wenn der die Hälfte gekruppert hat, kann ich da schon einen draufsetzen, der das einsät. Nee, kann ich nicht. Der sät ja da hinten. Ja, dann werde ich den jetzt gleich anweisen, dass der ein anderes Feld kruppert. Nur wenn die zu zweit auf dem Feld rumkackeln, die stören sich ja nicht gegenseitig. Die dürfen nur nicht so nah zusammen sein. So, dann machen wir das mal leer. Jo. Und dann gucke ich mal,
was wir noch so haben an Getreide. Und dann muss ich natürlich abgleichen, wo ich das meiste Geld kriege. Und dann fahren wir dort mal hin. Okay, einen Drescher brauche ich im Moment nicht. Die Felder sind alle leer. Dann würde ich sagen, dann parke ich den mal irgendwo. Ja. Na, wie ihr seht, die ganzen Gebäude sind alle weg. Ne, habe ich alles weggemacht. Weil sie sind nicht zu gebrauchen. So einfach ist das. Okay, der macht hier seine Arbeit. Der ist fertig, dann kann ich den auch gleich umsetzen. Wunderbar. Alter, dieses Gelände, was ich mir dabei gedacht habe. Was heißt denn, was ich mir dabei gedacht habe? Ich konnte ja nicht ahnen, dass das so complicated ist, ne? Dass man hier in irgendeiner Form sich das Gelände versauen kann. Ne, das wusste ich nicht. Das ärgert mich zutiefst, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas sollte man... Ja, was mache ich denn? Sollte man vielleicht dabei schreiben, ne? Auf eigene Gefahr oder irgend sowas. Oder man sollte sie selber mal schlau machen vorher, bevor man so ein Zeugs macht, weil das ist neu, wenn man es nicht kennt, dass man das auf einer Testmap in irgendeiner Form mal ausprobiert. Ne, die Sache ist ja nun halt eben, man versaut sich ja nicht nur das Gelände. Jetzt immer drücke ich die verkehrten Knöpfe. So. Man versaut sich ja nicht nur das Gelände, man gibt ja unnötig Kohle aus, ne, die man vielleicht nicht hat. So, wartet mal. Hier haben wir nur noch 1300. Hier haben wir Gerste. Oh, das passt doch wunderbar. 19.000 haben wir da. Jo, dann packen wir auch gleich Gerste da rein. Dann fahren wir zum Zentralspeicher. Also zum Großspeicher. Und dann zwar mit der kleinen Krücke hier, weil ne, die kleine Krücke, die ist halt eben nicht so schnell. Dann dauert es halt eben ein bisschen länger. Habe ich schon geguckt, ob ich den nicht vielleicht verkaufe und durch einen größeren ersetze. Aber ich sehe im Moment noch keine Notwendigkeit dazu, ne, den jetzt abzustoßen und ja, einen größeren dahin zu setzen. Das kostet wieder Geld, ne? So ein großer, wie wir da stehen, also diese zwei roten, die wir da haben, die kosten, glaube ich, 98.000 einer. Das ist für einen Träger, ist das nicht teuer. Es gibt welche mit 300.000 und so einem Krempel, ne? Aber für den hier würde ich noch, der kostet, glaube ich, 49 oder so. Wartet mal. Mal gucken. Garage. Kriegen wir noch 41 für. Für unsere Großen würden wir noch 54 bekommen. Das ist aber abhängig davon, wie runtergewirtschaftet die sind. Ne? Also wenn ich die jetzt komplett repariert verkaufen würde, würden sie wahrscheinlich mehr bringen. Aber. Ich will zurück und das sind mittelgroße Traktoren, ne? Case 2, Maximum Series, das ist nicht unsere. Das hier sind unsere. Ja, 98.000 kosten unsere im Neu. Ich muss mal gucken, der Kleine, nee, die Kleinen sind dann nicht hier drin. Dann sind die vielleicht hier. Hier ist er doch. 59.000 kostet er. Ne? Und da der so gut wie gar nicht gebraucht wurde, noch nicht, ne, bringt er halt eben auch noch 41.000 oder so. Ihr seht das selber, der hat kaum Verletzungen. Und, na gut, ich meine, wenn ich ihn reparieren würde, das kostet nicht viel, dann würde er vielleicht noch, was weiß ich denn, vielleicht noch einen Huni mehr bringen oder so. Aber für so Aktionen hier, so schwere Getreide wegbringen, ist das noch in Ordnung, aber die Geschwindigkeit ist halt eben, da kann man sich nebenher die Fußnägel lackieren, echt. Es dauert halt eben. Es ist einfach so. Mittlerweile kenne ich mich auch ein bisschen besser aus und verfahre mich auch nicht so oft. Die Bäume zum Beispiel, die ich bei diesem ultra mega mäßigen scheißigen Schrotthaufen da unten, ne? Ja, von hier sieht man es nicht. Das wäre ja schön, ne? Weil ja, reicht die Auflösung vielleicht nicht. Auch egal. Ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ganz toll, super. Jedenfalls wäre es schön, wenn man das Ding, das ganze Ding irgendwie plan machen könnte. Und weg damit.
Hab schon überlegt oder versucht, mit dieser Landschafts Dingskirchen, dass man da halt eben die Landschaft verändern kann, dass ich da vielleicht einen Berg drüber ziehe, ne, aus Erde oder so, und da dann unser Wohnhaus draufstelle. Also sprich mittelpunktig, sage ich mal, also praktisch mitten im Hof unser Wohnhaus. Aber selbst Erde lässt sich da nicht hochgeben. Nein, ich finde das nicht witzig. Ich finde es einfach nicht witzig. So, fahren wir hier runter. Das ist nicht... Fahren wir hier drüber. Das ist nicht so weit. Oder Moment mal, ist denn da unten... Nee, wo waren denn die Bahnschienen? So, irgendwo. Aber hier ist keine Bahnschiene. Nee, aber hier ist auch... Das ist ein blöder Gedanke. So. Ja, mein Gott, Alter. Da unten sind die Schienen, genau. Alter, der schleicht da rum. Das mag ich für mich selber auch nicht, aber was will ich denn machen? Die sind alle... Moment. Der sät noch, der Robot noch gut. Dachte jetzt nur eben, ne, weil da die Anzeige war, dass der vielleicht schon fertig ist oder so. Aber dem ist ja nicht. RR, was heißt das? Boah. Seht ihr, und das hier, ne? Wir hatten ja hier da drinnen unseren Weizen reingekippt. Und hier draußen das Ding, ne, was hier so noch steht. Da bin ich dann drunter gefahren. Und da wurde mir dann gesagt, ne, Wiele, das Fahrzeug ist geladen werden soll. Wir haben, da ist keine Gerste drin, da ist nicht. Ausgewähltes Silo ist leer, natürlich zurück. Da kann man wohl zwischenspeichern, denke ich mal. Also sein Saatgut einlagern, also seine Ernte. Zwischenlagern, wenn man daheim selber nicht mehr genug Platz hat oder so, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht so wirklich sagen. Narsch. Helf mal schieben hier. Also in dieser Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen ungeduldig. Ja, weil das geht mir dann einfach nicht so schnell. Oder nicht schnell genug. Da bin ich nicht gewillt, tatsächlich die Zeit abzuwarten, wie man so schön sagt. Ne? Aber es ist halt eben, wie es ist. Und ich habe am Hafen habe ich, was habe ich denn da hingebracht? Irgendeine Ernte, ich weiß es nicht mehr. Und da unten, da hinten, ne, da hinten irgendwo ist das Meer. Und da habe ich mir gedacht, weil ich war dann auf dem Heimweg, ich bin da aus dem Hafensilo raus. Und da denke ich mir, da bleibst du jetzt einfach mal stehen und da guckst du mal, was da... Schnauze. Was da los ist. Und ich habe dann den Dreck auf die Straße gestellt, bin also ein bisschen an die Seite gefahren, bin dann runter zum Strand gelaufen. Leute, da kamen mir Leute entgegen. Menschen kamen mir da entgegen. Ich fasse es nicht, wir können ja gerne nochmal hinfahren. Aber nicht mit dem Träger hier. Das mache ich nicht, das dauert mir viel zu lange. So, Gerste, abladen. Wunderbar. Gibt wieder ein paar Euros. Die ich dann in irgendeiner Form wieder in den Sand setzen kann, ne, weil ich irgendwelchen Blödsinn gebaut habe. Sehr, sehr geil. Jetzt ist die Frage, Moment mal. Nein, das will ich jetzt überhaupt gar nicht. Ich will das hier. Getreidespeicherzentrum, das sind wir. Ich bin auch dämlich. Für Hafer kriegt man so viel Geld, nicht für Gerste. Ich habe mich nämlich eben gerade gewundert. Naja, aber 617, das ist schon okay. So, jetzt kann ich aber wechseln.
Weil ich brauche den, der hier gesät hat. Den fahre ich jetzt gleich da runter. Dann kann der das Feld da einsehen. Der da oben ist wohl auch fertig. Ist der fertig oder was? Die Ballen. Nein, 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 nein. Dann besoffen oder was? Ganz ehrlich. So, wartet mal. Der hat jetzt Sojabohnen. Wie war das? Ölrettich will ich keinen. Gras will ich keins. Weizen, weißt du, da drückt man dann Z, ne? Und da kann man sich aussuchen. Ne? Ihr seht das da unten neben der Geschwindigkeitsanzeige. Da kann man das aussuchen. Wo kann man es denn gut lesen? Da. Gerste. Haben wir noch 80% drin. Also generell 80% Hafer. Machen wir Hafer und Feuermajanne. Da erstmal raus aus dem Träger. Der ist auch fertig. Ach, das Stück kann ich da hochlaufen. Dann soll der jetzt hier drüben das Ding gleich grubbern. Dann ist das auch durch. Brauche nur über die Street zu fahren. Komm. Fetch. So, und dann machen wir uns mit dem Teil wieder nach Hause. Das ist cool. Das gefällt mir so. Ne, wenn jeder etwas macht. Und ich glaube im Multiplayer, also ich habe ja das ja mit meinem Sohn zusammen gespielt, das hat mega viel Spaß gemacht. Ne, da hat der eine das gemacht, der andere das gemacht. Wenn irgendwas zu erledigen war, hat ja wurde das auch halt eben aufgeteilt und gemacht. Das ist schon genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jeder ein Quäntchen dazu beiträgt, dass es vorwärts geht, da fahre ich doch nicht, dann fahre ich doch hier gleich. Alter, was ist denn mit dir? 25 Stundenkilometer kommen mir hier aber gerade mal sehr langsam vor. So, dann kannst du jetzt wieder auf den Weg, auf die Straße, ist ja keine Straße. Da möchte ich ihm am liebsten helfen hier, ehrlich. Ja. Na gut, ich weiß nicht. Ich werde zu Hause noch ein bisschen den Boden anmalen. Ne, das hellgraue, das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich dachte so, ne, das sieht gepflegt aus, das sieht ordentlich aus, das sieht sauber aus. Das will ich gar nicht. Ganz ehrlich, unterm Strich, ich habe das ausprobiert. Man sieht es ja, ihr wisst ja. Ne? So einen Hof will ich nicht. Es wäre schön, wenn man eine Textur hätte, so, was weiß ich denn, mit Pflastersteinen. Katzenköpfe. Nennen wir das bei uns. Ne, so kleine schwarze Steine so, ne, die so nebeneinander sind. Wie heißt das denn? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme gerade nicht drauf. Ist ja egal. Sowas für so einen Hof. Echt? Die modernsten Maschinen auf dem Hof stehen irgendwann. Aber ja, Katzenköpfe dabei. Das finde ich schön. Das finde ich echt cool. Und ich muss auch mal gucken. Ne, habe ich ja schon angesprochen. Und ich weiß nicht, der ein oder andere wird das Spiel ja sowieso kennen. Hier gibt es ja unglaublich viele Mods, ne, was man hier so in das Spiel einfügen kann. Ich weiß, ich sagte in der letzten Folge, war es letzte Folge? Ja, ich glaube es, dass ich keine Mods will. Was sich dann allerdings auch nur auf die Gerätschaft bezieht. Und weil ich mir das alles selber erarbeiten möchte. Was so Deko-Krempel ist. Ja, hier. Der sieht schon voll cool aus, so, ne? Ich hätte auch gerne so Gebäude. Ne? Aber alle Gebäude, die wir hatten, die auf dem Hof standen, die waren einfach nur ranzig.
Guckt euch auch das Wohnhaus mal an. Guckt euch diese Messi-Sau mal an, die in unserem Haus wohnt. Jetzt ganz ehrlich, das ist, der hat ja keine Ordnung oder was? Typisch Junggesellenbude, ehrlich. So Deko-Krempel. Da muss ich mal gucken, ob es da sowas gibt. Es gibt, glaube ich, auch eine Mod, wo man Bäume pflanzen kann. Da würde ich dann nämlich ganz ehrlich sagen, dass ich dann, wenn ich mir anders nicht mehr zu helfen weiß, mit diesem Rotz-Dreckloch, was wir da auf dem Hof haben, dass ich da Bäume drin hinsetze. Und dass man das dann nicht mehr so sieht. Ja. Ja, meine Lieben, wir sind durch. Na, ich schleiche jetzt noch nach Hause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss, bis zur nächsten Ernte.